Servus, die neue Reise der Wunder ist am Start. Abstieg des Weißen Wolfes. Das mit Geralt von Riva und Yennefer. Genau, wenn wir gestartet sind, haben wir hier oben ein gelbes Ausrufezeichen in der Taverne. Da einmal kurz hingeben. Die erzählen uns kurz ein Buch. So, wenn sie das Buch zu Ende geschrieben haben, gehen wir nach rechts. Etwas weiter. Hier können wir erstmal alles einsammeln. Das machen wir gleich gemeinsam. Und dann haben wir hier noch einmal. So, dann können wir jetzt hier weitergehen nach rechts. Hier war auch noch irgendwo eine Belohnung. Ah, die kam dann hier hinten irgendwo. Gut, nicht so schlimm. Dann holen wir uns erstmal die Kutsche ab. Einmal anquatschen. So, die schreiben jetzt wieder ein Buch. Danach quatscht ihr bitte die Kutsche an. Und wenn wir mit der Kutsche weiterfahren können, geht's weiter. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, haben wir gerade Focus noch bekommen. Und ja, genau. So, dann hier oben gibt es die nächsten Belohnungen. Da kutschieren wir doch erstmal kurz hin. So, snacken und dann geht's hier oben gleich weiter. Nehmen wir uns leider die Belohnung mit. Achso, jetzt kommt noch kurz der Boss hier. Moment. Genau, so, wenn die zu Ende geschrieben haben, kommt hier noch ein Boss. Den hauen wir natürlich noch schnell weg. Genau. Danach quatschen die euch noch eine schnelle Versicherung auf. Das habe ich euch jetzt noch erspart und geskippt. So, weiter geht's. Der nächste hier, um den nächsten Loot uns abzuholen. So, Belohnung natürlich noch mitnehmen. Und dann müssen wir einmal kurz hier rein. Das machen wir uns schon mal auf. Dann einmal Belohnung abholen. Und jetzt haben wir hier noch zwei Gegner. Die müssen wir leider legen. Denn wie ihr seht, wir kommen sonst nicht vorbei. Bevor wir hier oben mit dem Gebäude quatschen, können wir einmal noch mal nach ganz rechts hier oben gehen. Da haben wir nämlich noch eine Belohnung und die sammeln wir vorher noch ein. Genau, einmal mitnehmen und dann können wir mit den hier oben sprechen. So, wie euch sicherlich aufgefallen ist, seid ihr hier oben gespawnt und da, wo die Kutsche gerade steht, war ein Gebäude mit einem gelben Ausrufezeichen. Das einmal kurz anquatschen, dann einmal kurz Yennefer anquatschen. So, jetzt haben wir hier Focus, den quatschen wir als nächstes an. Und dann kommt hier noch rechts das kleine Gebäude. Man sieht es noch mit dem gelben Ausrufezeichen. Das dann bitte auch noch schnell anquatschen und dann spielen wir weiter. Gut, dann quatschen wir doch nicht mit dem Gebäude. Nicht allzu wild. Wir gehen hier erstmal nach rechts. Hier ist eigentlich noch ein Gegner, den habe ich jetzt noch schnell gelegt. Und dann haben wir hier unten noch einen, denn da hinten ist noch eine Belohnung. Und die wollen wir ja mitnehmen. So, dann können wir uns hier hinten die Belohnung noch snacken gehen. Hier oben war noch ein Gegner auf der Hauptstraße. Den habe ich jetzt noch schnell gelegt. Weil ich werde sowieso gleich wieder Pause machen müssen. Denn es kommt gleich eine Einblendung. Das Medaillon vibriert. Genau. So, als allererstes gehen wir nach oben. Da sind zwei Gegner gewesen. Die habe ich schon gelegt. Und ja, so können wir das ein bisschen zackiger machen. Schnell die Belohnung abholen und dann können wir nämlich direkt hier in die Mitte reingehen. Da, wo das große Gerät ist. Der Riesenfeuerball. Junge. So, bevor wir dazu gehen, haben wir hier noch eine kleine Abzweigung. Das heißt, wir legen jetzt noch schnell die zwei Gegner hier. So, dann können wir einmal nach rechts auf das Feld gehen. Da haben wir noch eine Belohnung liegen. Und dann hier unten ist noch ein Gegner, den habe ich jetzt schon mal schnell gemacht. Einfach aus Anschauungszwecken. Und dann haben wir hier noch ein paar Belohnungen, die holen wir uns noch schnell ab. Belohnungen natürlich noch mitnehmen. Ja, wir haben es gleich geschafft. Und zwar gehen wir jetzt noch einmal hier nach links. Da kommen wir dann nämlich wirklich zu dem Feuerball. So, da oben ist er. Da wollten wir hin, einmal den Feuerball anquatschen. Dann teilt sich das jetzt hier gleich noch ein bisschen auf. Genau, jetzt können wir den Feuerball nutzen, um uns den Weg wieder frei zu machen. Die Spur hier nach unten, wo Yennefer gerade steht, die würde ich persönlich als letztes machen, weil sonst werden wir, glaube ich, schon geportet. Das heißt, einmal hier nach rechts. Dann holen wir uns noch die Belohnung hier ab. Und dann war nämlich hier oben noch eine Belohnung. Die holen wir uns auch noch schnell. Die müssen wir leider erkämpfen. So, und hier oben haben wir noch die
ich glaube, vorletzte oder vorletzte Belohnung, wie man es nennen mag. So, dann einmal von Geralt hier noch die Gegner wegmachen. Und dann können wir schon in das Gebiet hier reingehen. So, die hier nach unten noch weg, dass wir uns noch die Belohnung holen können. Vollständigkeitshalber. So. Und fast die letzten. Hier noch eine. Die hier noch. So. Bam. Dann machen wir uns einfach nochmal die letzten. Einfach weil es so ist. Der innere Monk, ne? So. Gelbes Ausrufezeichen anquatschen, die steigen alle ein. Wir werden geportet. Oder können uns jetzt gleich bewegen. Genau, so rum war's. Mensch. Ach Mensch, der Gegner. Da haben wir dann einen Gegner hier noch vergessen. Der war hier bei der Brücke. Hier ist die Brücke, da ist er. Den haben wir vergessen. Wenn wir den gemacht haben, folgen wir einfach nur ganz normal den Weg hier runter, ein bisschen leicht rechts nach unten. Da findet man dann das Ausrufezeichen. So, anquatschen. Die schreiben jetzt hier noch schnell ein Buch, die Abschlussgeschichte. Und dann können wir uns die letzte Belohnung einsacken und dann haben wir es geschafft. Eigentlich. Natürlich, ne? Ich habe eine Belohnung vergessen. Und zwar, wo Yennefer dazugekommen ist. Das heißt, wir gehen einfach nur ein bisschen rechts nach oben, hier wo wir damals hingeportet wurden. Und ja, dann haben wir da oben die letzte Belohnung. Tut mir leid, habe ich vergessen. Passiert. Ja, dann, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich fand es ein klein wenig too much, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski, Haurinski.